Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Direkt über Bad Trappenau hat sich eine Zelle ausgebildet. Und wir wollen uns die jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer Dokumentation am Mittwoch, den 17. Juni 2020. Bis jetzt wurden zwei Blitze registriert. Einer in 13 Kilometer Entfernung und einer in 1 Kilometer Entfernung. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal kurz uns ein Bild von der aktuellen Lage der Zelle machen. Dazu müssen wir noch kurz etwas nachschauen. Deswegen einen kleinen Moment Geduld. Oh, Alter. Okay, wir werden jetzt erst einmal in Richtung Hohenfeld fahren und von dort uns mal ein Bild über die Zelle machen. Das dauert einen ganz kleinen Moment. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser ersten Dokumentation im Jahre 2020. Ach du Scheiße, sie da reden heftig. Eieieiei, immer diese ganzen Gammler da, die wohl da hochfahren. Ne? Gucken Sie mal, schon wieder zwei neue Gammler. Ja. Jetzt ist wieder direkt über uns ein neuer Blitz. Ja. Aber auf jeden Fall, hier pisst das schon ordentlich in Strömen, muss man sagen. Und hier im Auto ist es heiß wie noch was. Alter, schon wieder ein Gammler. Das ist ja nicht normal. Es sind schon 5 Autos innerhalb von 200 Metern hier hochgefahren. Das ist wirklich nicht normal. Ja, bitte beachten Sie, leider ist hier in Bad Trappenau derzeit aufgrund eines Blitzeinschlages das U2-Netz ausgefallen. Das heißt, wir haben hier in ganz Bad Trappenau derzeit leider keinen Empfang. Hier steht einfach nur drauf, kein Dienst bzw. kein Netz. Deswegen müssen wir uns gleich manuell, wenn wir auf dem Hohenfelder Berg sind, uns in das Netz von Sinsheim einwählen. Dort haben wir erfahrungsgemäß Einbalken LTE, damit wir uns ein Bild von der aktuellen Wetterlage verschaffen können. Ja. Boah, ist hier viel Wasser, mein lieber Mann, das ist nicht normal. Beachten Sie, heute haben wir eine Isobaren-Sumpflage, ja, und da hat sich eine Tiefdruckrinne ausgebildet. Und diese Tiefdruckrinne liegt momentan über dem Baden-Württemberg, ja, und deswegen ziehen die Zellen so gut wie gar nicht, ja. Deswegen kann es unter Umständen sein, oh Gott,
Jetzt bin ich hier voll durch das Hochwasser durchgefahren. Und deswegen kann es unter Umständen sein, dass stark anhaltender Regen uns die längere Zeit begleitet wird. Wir bitten dies zu entschuldigen. Boah, hier läuft ja alles runter. Alter Schwede. Also wenn DVD da nicht schon Warnstufe Rot hat, dann sieht man ja so gut wie gar nichts mehr. Und es hat hier schon wieder kein Netz. Oha, nochmal ein Blitzeinschlag. Boah, das war sogar ein positiver Donner. Hört man aber allerdings leider wegen dem Startregel hier im Auto nicht. Ja. Naja, gut, aber mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gleich hochfahren. Boah, ich muss mal Klimaanlage anmachen im Lüftungsmotor hinten. Einfach nur die ganzen Klappen hierher kommen. Boah, das. Ja, jetzt passt es soweit. Boah, die ganze Straße ist voll. Ich glaube, der Regen ist ja noch schlimmer als bei dieser einen. Als bei dieser einen Zelle da am 6.6.2016. Der Schrott am 8.6. Boah, da läuft ja alles im Berg runter. Das ist ja nicht normal. Warte mal. Ich fahre jetzt mal weiter in Richtung Kronfeld. Oh, Schrott. Warte mal. Boah, Alter. Ja, genau, wenn ich hier jetzt südlich von der Zelle bin, dann habe ich einen Blick auf die Zelle, weil die steht jetzt momentan direkt über Bad Rappenau. Ah, endlich habe ich Empfang. 0 Balken LTE habe ich, das sollte ausreichen. Das wollen wahrscheinlich der Funkmast von Sitzmann, weil der in Bad Rappenau, der ist jetzt aktuell leider kaputt. Ja. Deswegen haben wir hier absolut keinen Empfang. In Bad Rappenau ist momentan nur Verbotszeichen bzw. kein Netz. Ah, gucken Sie mal hier. Bei Bohnfeld so gut wie kein Regen mehr. Das heißt, hier können wir auch ohne Probleme beobachten. So, fahren wir jetzt hier mal links rein und wenden dann mal. Alter, ist das scharf abgegrenzt, Mann. Bad Rappenau sauft gerade ab. Und hier kurz vor Bohnfeld ist gar nichts mehr mit dem Regen. Ne? Das ist ja mal neu. Okay. Nee, dann packe ich hier gleich mal ein Stativ aus. Wie praktisch. Also das nenne ich mal echt super. Hier, hm? Okay, ich guck mir jetzt erstmal noch kurz das Radar an. Die Zelle ist jetzt aktuell irgendwo zwischen meinem Haus und mir. Ne? Ja, aber leider regnet es noch ein bisschen, deswegen gehe ich ins Auto mal rein. Ich werde mich jetzt mal noch ein bisschen umpositionieren. Ja, es ist in Richtung Nordwest. Zündung eingeschaltet, jetzt meckert er darum, weil ich will hier auch ein bisschen frische Luft haben. Hier im Auto hat es aktuell eine Temperatur von 31,8 Grad. Nein, ich mache keine Dachdoku. Tut mir leid, in Bad Rappenau ist momentan das Netz ausgefallen vom Handy. Hm?
deswegen, also ich habe hier jetzt Empfang von Siedelsbacher Netz, ein Balken LTE habe ich hier, ne? Und jetzt beobachte ich noch Richtung Nordwest, mal gucken. Aber ich glaube, da hinten sind noch ein paar weitere Neubildungen, ne? Wieder an zu regnen. Ja, du kannst hier reingehen, wenn du willst, ne? Ich habe hier leider nicht so gutes Netz. Weil bei mir ist der Empfang in Bad Rappenau weggegangen. Ne? Wenn du jetzt gerade in Bad Rappenau irgendwo rumgammelst, dann hast du nur Verbotszeichen. Jetzt regnet's wieder. Südlich ist ein Loch. Außerdem müssen wir noch einen manuellen Fokus stellen. Aber wundern Sie sich nicht, das passiert immer wieder mal, dass hier in Bad Rappenau das Netz ausfällt. Das ist hier normal. Wir kennen das inzwischen schon von mehreren Gewitterlagen. Ne? Aber hier hat es ja zum Glück wieder Empfang. Ne? Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also Lüftung ist jetzt nicht gerade ideal hier beim Regen, sonst schwitzt das ganze Zeugs hier zu. Hm? Machen wir hier uns einfach mal ein Kuckloch und dann können wir jetzt weiter rausgucken. Hm? Ja. Westlich 6 Kilometer, okay. Naja, aber viele Blitze sind da jetzt nicht gerade unbedingt, ne? Wenn ich jetzt mich ein bisschen näher an die Zelle ran... fahren würde, dann würde ich wieder halt nach Bad Rappenau müssen und in Bad Rappenau hat es halt keinen Empfang. Ne? Wieder 3,2 Kilometer. Alter, ist das schlimm hier. Gut. Wieder 3,5 Kilometer, was man rechnet, ey. 2,8 Kilometer. Der Blitz da ist jetzt direkt in der Nähe von Erstedt eingeschlagen. Mhm.
Aber wir haben hier noch eine Neubildung, einmal westlich und einmal südöstlich. Ne? Also das heißt, ich muss mir jetzt noch überlegen, wenn ich jetzt... Kilometer. Ja, wenn ich noch ein bisschen weiter in Richtung Süden fahre, dann habe ich ein bisschen bessere Sicht. Ne? Rausgehen, spanne ich einen Regenschirm auf und dann können wir dementsprechend, naja, okay, gut, das mit dem Regenschirm ist jetzt nicht ganz mit Sicherheit verbunden, aber was soll's. Es ist ja das erste Gewitter in diesem Jahr. Stativ aufbauen und dann Regenschirm aufspannen. Hey, der Wind kommt aus Osten, komisch. So. Okay. Schirm brauchen wir auch noch. Und dann können wir die Kamera in Richtung Nordwesten aufbauen. Lecker, hier ist ja voll der Matsch. Das war so ein richtiger Matsch. So, Schirm aufspannen. Nochmal neuen manuellen Fokus.
Okay, wunderbar. Richtung Nord ist auch noch mal etwas. Schauen Sie mal. Da ist zumindest ein bisschen mehr Struktur. Aber das Hauptzentrum liegt jetzt momentan in Richtung Nordwest. Und ich muss sagen, dass hier der Empfang auch gar nicht mal so schlecht ist. Ich habe hier zwei Balken LTE von der Sinsheimer Station. Wie gut, dass hier die Bad Rappenauer Station nicht mehr so großen Einfluss hat. Ansonsten würde ich hier ohne Netz dastehen. Unser Hauptzentrum ist momentan Richtung West-Nordwest. Oh. Na, das war jetzt aber einer. So, da gehe ich mal mit der Blitzkamera auch noch einen zu kriegen für die Rettergruppe. Aber die Zelle in Richtung Westen, die scheint wohl aktiver zu sein. Mein lieber Mann, was hier für Unkraut wächst beim Bauern. Das Unkraut ist ja höher als das Zeugs, was da angepflanzt ist. Ein bisschen Regen ist immer noch mit dabei, aber egal. Dort Richtung Sinsheim, hoho, dort regnet es richtig, mein lieber Mann. Selbst die Autobahn sieht man noch nicht mal. Okay, das war jetzt ein Wolkenblitz. Ich stelle mal mein Stativ auf, weil das sieht jetzt, das kann mir so, ich glaube, das hat sogar eine Rotation. Oh, Schrott im Himmel. Oh, fuck, ich muss noch... Bla, 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 bla. Und so in Richtung... Hä? Oha, jetzt lässt der Regen ja komplett nach. Über Bad Rappenau pisst's noch. Hohohoho. Richtig viel. Währenddessen hier schon der Regen wieder nachlässt. Ja. Ist die Dreh?
richtig geil aus, vor allem auf dem Radar. Das zum Thema Energie raus, Alter. Guckt euch mal an, was da jetzt bei euch abgeht da oben. Und so ein... Das sieht richtig geil aus. Hä? Also in Richtung Südost ist noch mal eine neue Zelle. Hm? Sieht man jetzt von hier aus leider noch nicht, weil die Faltstreifen zu dicht oder zu fett sind. Hm? Mal gucken. Die ist auf jeden Fall schon aktiv. Vielleicht wird das Teil ja in Richtung Norden aktiv, weil wenn sie Richtung Norden aktiv wird, dann sieht man hier die Blitze wirklich 1A. Da berührt das Gefühl, wie wenn da das Teil relativ stationär ist. Ne? Guck mal, jetzt hat es komplett aufgehört zu regnen. Dann dürfte der Fallstreifen gleich hinten nachlassen. Und dann. Guck mal, jetzt hat der Regen komplett nachgelassen. Da kann ich den Schirm ja jetzt mal ausschütteln. So, dann lege ich den jetzt mal auf den Beinhabersitz. So, Feierabend mit dem Regen. So, und dann muss ich jetzt nur noch kurz die Hände waschen. Wenn man hier halt rumpisst und so, muss man halt auch irgendwie die Hände waschen. Aber gucken Sie sich mal diese interessante Formation an. Ganz kleinen Moment, das dauert noch ein bisschen. Wir filmen jetzt sowieso erstmal noch die Zelle in Richtung Nordwest. Hm? Aber ich zeige Ihnen jetzt noch eine interessante Sache, und zwar nämlich das hier. Sehen Sie das hier? Von hier bis quer hier rüber. Hm? Das ist eine Neubildung, ja. Und diese Neubildung, die ist sehr, 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 sehr dicht hier, ne? Vielleicht so circa 5 bis 10 Kilometer entfernt. Und jetzt verrate ich Ihnen noch mal etwas. Und zwar nämlich hier hinten drin. Also da, wo die hellen Stellen sind, wenn das hier grün ist, dann wissen Sie, aha, da gibt's Hagel. Ja? Deswegen unbedingt vorsichtig sein. Und Sie sehen jetzt auch außerdem, dass diese Zelle da, was sich jetzt hier frisch entwickelt, ja, die hat sogenannte Eigendynamik. Und diese sogenannte Eigendynamik, was wir hier jetzt haben, oh Gott, jetzt fängt schon wieder an zu pissen, weil das Teil wahrscheinlich wieder in Richtung Nordwest eiert, in Richtung Südwest eiert, das ist nicht so gut. Aber diese Eigendynamik, da wissen Sie, dass diese Zelle hier gegen den Zugstrom zieht, beziehungsweise dass die ihre eigene Richtung sich selbst vorgibt. Ja? Und da Sie sehen, dass das Teil hier in die Richtung guckt, ja, wissen Sie genau, das Teil, das kommt hier auf mich zu. Oder zieht ganz, ganz knapp südlich an mir vorbei. Deswegen holen wir jetzt gleich auch die Spiegelreflexkamera und werden hier jetzt einen Zeitraffer laufen lassen. So, aber ich muss mich beeilen, Entschuldigung, weil es fängt schon wieder mal an zu pissen. Und das ist ja schlimm hier.
Es pisst und pisst und pisst, aber gut, solange es nur leicht ist, ist mir das egal. Aber auf jeden Fall, was sie aus dieser Zelle hier daraus lernen können, das können sie nur sehr, sehr selten beobachten, so etwas. Ne? Obwohl die Hauptzugrichtung von Südost nach Nordwest ist, trotzdem haben sie hier eine Zelle, die wo direkt auf uns zukommt, also von Südwest nach Nordost zieht. Ja? Und das ist wirklich schon etwas Gefährliches. Ne? Das unterschätzen viele, 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 viele Leute, ja? Das, was hier jetzt gerade los ist. Ne? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, damit merken wir, dass die Saison 2020 doch noch ein bisschen was drauf hat. Und Spiegelvorauslösung muss ich auch machen. Gut, jetzt hat schon ein bisschen aufgehört zu pissen. Das ist schon mal sehr gut. Ne? Aber das Teil scheint demnächst aktiv zu werden. Ne? So. Nun ja, wir haben Ihnen schon einiges über die Neubildung hier in Richtung Südwesten erklärt. Ja, da sehen Sie auf jeden Fall eine sogenannte Shelf Cloud, die wo sich jetzt gerade aktuell ausbildet. Und wie gesagt, die Zelle, die bewegt sich nicht so wie alle anderen Zellen, sondern die bewegt sich von Südwest nach Nordost. Ja. Ja, dann warten wir doch einfach mal ab. Ich meine, die Teile, die kann man ja eigentlich heute sogar mit dem Fahrrad hinterher chasen, ja. Deswegen, also wir haben noch mehr als genug Zeit, obwohl das Teil da in Richtung Nordwest immer noch vor sich hin grummelt und rumblitzen tut. Hm? Nee, ich baue noch das dritte Stativ auf. Und ich meine, davon kann man ja mal einen Zeitraffer machen, also übers Handy. Hm? Ich meine, ach du Scheiße. Scheißteil in Richtung Südost wird noch aktiv. Das ist doch auch nicht normal. Eigentlich habe ich jetzt dem Teil da in Richtung Südost und habe keine Aufmerksamkeit mit dem, aber naja, was soll's. Gucken Sie sich mal das hier an. So Richtung Nordwest. Das hier in Richtung Südost, das wird jetzt auch plötzlich aktiv. Ne? Und das hier in Richtung West, da müssen wir jetzt noch ein bisschen uns gedulden. Das ist momentan noch erst in der Produktion. Hm? So, das hier ist das Teil. Aufnahme läuft. Auf allen drei Geräten. Sind wir jetzt mal gespannt, was sich da draußen noch tun wird. Was sich jetzt
hier. Äußerst ungünstig, muss ich sagen. Und es regnet ganz leicht. Ja, ich sollte natürlich auch unendlichen Fokus reinmachen. Das ist natürlich logisch. Sonnenschein, das ist hier wirklich Fehlanzeige. Ich bin hier umzingelt von Zellen. Das ist hier wirklich schlimm. Naja, gut, aber mal abwarten. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall grummelt es hier immer noch in Richtung Nordwest. Das ist Richtung Südost. Das bleibt noch vielleicht noch ein paar Kilometer weiter weg. Auf jeden Fall Dauerregen brauche ich hier keinen, weil hier gibt es zu gute Strukturen. Ja, es hat ziemliche Eigendynamik. Also man sieht das vor allen Dingen hier an diesem Teil hier. Also mich würde nicht wundern, wenn das Ding hier jetzt Hagel hat. Würde mich nicht wundern. Also dort rein würde ich definitiv schon mal nicht fahren. Das Scheißding in Richtung Südwest, das tut immer noch, Südost, das tut immer noch. Ist immer noch aktiv. Schon schlimm, naja, gut, egal. Strukturierte Scheißteil tut immer donnern, aber man sieht nichts. Ja, hier spielt momentan die Musik. Die Zelle da hinten ist schon scheinbar kaputt gegangen. Das Papillon dürfte jetzt auch nicht mehr regnen. Ja. Mal gucken, vielleicht kommt hier noch der ein oder andere Blitz raus. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall, das Teil dürfte definitiv Hagel haben. Definitiv. Okay, in Richtung Nordwest sind noch ein paar Blitze. Die sind so circa 10 Kilometer entfernt.
10, 11 Kilometer. Und das ist eigentlich schon fast noch ein bisschen zu weit. Ne? So, ne Jungs, also ich bin glaube ich dann fertig für heute, weil wenn mir jetzt die Situation einsetzt, dass ich nur noch Maike bin und jegliche Art von eingelagerte Gewitter, Blitze, nur vom Auto beobachten können. Das heißt, ich werde an dieser Stelle jetzt dann Motor da hinten abbrechen. Das dürfte es dann gewesen sein. Als Ergebnis von mir heute war wohl ganz, ganz netter Aufbau von der Zelle. Ja. Beziehungsweise nicht Aufbau von der Zelle, Abzug von der Zelle, die dann irgendwie nochmal gegenseitig sich verstärkt hat. Ja. Wenn das scheiß Ding da aktiv wird. Zeitraffer. Ein Video kann ich gerne reinschicken. Ansonsten würde ich sagen, hier bei mir, naja, habe ich mir doch dann etwas anderes erwartet, erhofft. Also Blitze gab es bei mir hin. Also zumindest nicht auf der Kamera oder auf dem Handy. Gesehen habe ich hier oder da mal was, aber ja, viel zu weit weg. Jo. Also ich höre Richtung Süd noch nichts. Aber da jetzt hier immer noch die Sonne einstrahlt, dürfte das hier auch übel abgehen. Ja, den einen Donner, den man gerade gehört hat, der war Richtung Nord. Also ich hoffe mal, dass ich irgendwo eine Möglichkeit finde, ohne Geräusche in Sicherheit aufzunehmen. Und nicht irgendwo in der Stadt stehen muss, wo 100.000 Millionen Autos rumeiern. So, aber gleich muss ich die Fenster zumachen. Gleich wird es gefährlich, weil die Blitze kommen immer näher. Ja? Im Umkreis so von 7, 8 Kilometer kann man sagen, okay, da beginnt der gefährliche Bereich. Ne? Ah, jetzt habe ich Richtung Süden einen Einschlag gehört. Oh, Schrott. Fuck. Da war es Richtung Süd, weit, weit weg. Das hört sich ziemlich... Aber ich habe den irgendwie nicht gesehen. Naja gut, warten wir mal ab. Wenn sich die zwei Teile zusammenschließen, Nordwest und Südöstlich, ja, dann stehe ich mittendrin. Ja, das wäre nicht so ideal. Es geht natürlich auch anders da. Einfach mal abwarten, was jetzt hier passieren wird. Auf jeden Fall, hier wird definitiv etwas passieren. Und schau, so ein Tropfen in der Linse drin. So. Ja, jetzt sind sie wieder weg. Gut. Das heißt gut, perfekt. Alter, das Teil dort ist so heftig. Richtig heftig. Ja, jetzt ist das Teil schon eigentlich so gut wie südlich. Kann gut möglich sein, dass... Ja. Jetzt werden wir dann gleich mal in Richtung Süden beobachten. Pass mal auf, das Teil wird bestimmt noch aktiv. Bestimmt. Oh. So, das ist jetzt Richtung Süden. Das Teil hier, das wird bestimmt noch aktiv. Okay. Schon wieder ein Tropfen drauf. Mann. Das geht aber schnell. So. Okay. Ja. Dann mal abwarten. Auf jeden Fall, das Ding hier ist so ein richtig großer Aufwindbereich. Ne? Ich glaube, ich muss mich verpissen, weil die Autobahn geht immer weiter weg. Weg.
Und ja, nee, ich bau mal ab. Ich verpiss mich von hier. Zumindest ich habe noch ein bisschen Zeit, wenn die Autobahn da jetzt zwar schon weg ist, aber die Teile, die ziehen ja so schön langsam. Ne? Deswegen habe ich hier noch in Ruhe Zeit zum Zusammenzupacken. Ne? Aber wenn das Zeug hier dann näher kommt, dann habe ich echt ein Problem. Ich hole, glaube ich, noch mal einen Regenschirm her. Okay. Der war jetzt in Richtung Nordwest, ne? Ne, Richtung Nordost war der. Aber noch geht's ja eigentlich, ne? Weil ich mein, ey, jetzt schon wieder ein Tropfen auf der Scheibe drauf. Schlimm. So. Aber noch geht's ja eigentlich, ja? Weil der ganze Starkregen, der ist noch circa 2-3 Kilometer weg von hier. Hm? Ja, ich sag doch. Gucken Sie mal, wir beobachten jetzt Richtung Süden. Und was haben wir Richtung Süden? Hier. Diese Zelle hier haben wir Richtung Süden. Sehen Sie den violetten und den grauen Kreis? Ne? Das haben wir jetzt aktuell hier. Und komischerweise wird das Teil nicht aktiv. Ne? Aber Sie haben schon gemerkt, ganz am Anfang haben wir in Richtung Südwesten aufgenommen, ja? Normalerweise müsste das von Südwesten über den Westen nach Nordwesten immer weiter und weiter und weiter weggehen. Ja? Aber nein, das Teil ist jetzt auf einmal... Oha, wo war denn der? Das Teil ist dann auf einmal wegen seiner eigenen Dynamik rübergezogen. Mhm. Und jetzt eiert das Teil auf einmal hier im Südosten rum. Ja? Oder beziehungsweise im Südost. Ne? Und das Teil, das zieht dann weiter in Richtung Osten. Das ist ja schlimm. Ne? Alles irgendwie nicht so, wie es normalerweise ist, aber gut, egal. Vielleicht wird das Ding noch aktiv, dann haben wir hier ein paar Kilometer entfernt ein paar Blitze. Alter, jetzt regnet es aber wieder richtig. Jetzt regnet es wieder richtig. Müssen wir mal abwarten. Jetzt wird der Wind noch stärker. Mal abwarten. Also die Struktur, die geht jetzt langsam kaputt. Beziehungsweise, wir kommen jetzt langsam in einen ungünstigen Winkel, ja. Ja, aber jetzt erreicht mich langsam auch schon der Starkregen von der Autobahn. Hm?
Also erstmal die Technik rein und dann hole ich noch die Stative rein. Boah, alter Schwede. Der Regen wird ja immer stärker. War jetzt voll dicht gewesen, der Blitz. Okay, muss mal dringend umparken. In Richtung Südost. Ja. Ja, wo ist denn der Schlüssel? Vielleicht habe ich den hinten liegen, ich weiß es nicht. Muss mal kurz gucken. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich ihn hinten liegen habe. Moment. Lecker. So, hier habe ich einen Schlüssel. Ho. Das ist hier heute eine richtig schöne Sauerei. Jetzt noch kurz umparken, ganz kleinen Moment. Wie da nichts rauskommt. Oh Mann.
Oh, jetzt war einer. Ach, ist das ein Schrott. Oh, Vater Abenau geht gleich schwimmen und der Thomas mit hinterher. Das ist ja schlimm. Muss man mal wieder Klimaanlage arbeiten lassen. Ja, das Teil von Südost, das kommt jetzt langsam wieder zu uns her. Lol. Hier ist nur Starkregen ohne Ende. Jetzt habe ich momentan gerade gar keine Sicht, weil der ganze Müll auf dem Sinsheim hierher gezogen ist. Ne? Ja, mal gucken, vielleicht kommt das Teil aus dem Südosten noch ein bisschen hierher. Müssen wir mal noch abwarten. Ne? Aber fraglich ist nur, ob das Teil dann noch aktiv ist, wenn es hier dann mal irgendwann angekommen ist nach einer Stunde. Der war jetzt direkt unter mir.
Man hört fast gar nichts wegen dem Regen. Das Teil da ist noch südlich von Heilbronn. Alter. Ich habe das Gefühl, dass das Teil immer weiter in Richtung Osten abbaut. Jetzt ist 14 Kilometer Süd, vorher war es 9 Kilometer Süd. Hm. Alle Starkregen, alter Schwede, also wie viel Regen da runterkommt, das ist ja nicht normal. Oh man. Hey, lol, jetzt willst du reden nach, okay. So, das ging jetzt was drüber. Alter, ist das Teil wild. Ich verpiss mich jetzt mal so langsam vom Zelt. Weil. Sieht ziemlich wild aus von der Blitzaktivität. Sieht weiter zu. So, das Ding jetzt ist was drüber und es wäre natürlich geil, wenn das Heilborn-Dingens da oder Heilborn noch mehr ziehen würde. Ja. Hopp, jetzt recht, oder? Achtung! Haha, träum mal schön weiter. Das Teil von Heilbronn, das erreicht doch wahrscheinlich noch nicht mal mich. Das Teil hat sich bei mir südwestlich gebildet, ja. Und dann ist über Süd nach Südost gezogen. Das Ding hat eine Eigendynamik. Oh. So.
Ja, bei mir ist noch ein bisschen was aktiv, ne? Ja, dann muss man da nicht mehr die Fasten. Komisch. Geh jetzt mal hier vom Feld weg, weil das ist echt gefährlich. Das war noch ganz nicht entfernt, aber das ist eine echt hohe Pizza. Ich probiere jetzt nochmal eine Lackenskamera aufzunehmen und dann ist die heute extrem nebenbei. Und dann war es das schon. Also ich bin noch vor dem Teil. Zwölf Kilometer entfernt ein Blitz, okay. Nee, man muss einfach jetzt geduldig sein. Scheiß Ding ist halt überall dran, hängt dort fest. Vielleicht kommt das Teil ja noch in Richtung Nordwest. Mal gucken. Alter, 314 Blitze.
Jetzt war um 18.15 Uhr 12,3 Kilometer weg. Die anderen sind zwischen 40 und 50 Kilometer. Hm. Das ist in einem Müll. Richtung. Richtung Südwest. Hm. Richtung Südwesten geht die Zelle jetzt kaputt. Und das ist immer bescheuert. Naja, gut, warten wir noch so 10 Minuten ungefähr ab. Das sind ungefähr 2 Radarbilder. Boah. Das ist alles rot. Und das ist immer. Hm. Aber noch scheint die Zelle ja gar nicht mal so schlecht auszusehen. Hm. Also die Struktur von dem Teil, die wird immer besser. Die wird immer besser, die Struktur. Das leuchtet sogar jetzt schon grünlich. Und da gehen immer wieder Fetzen hoch. Mann, ich will auf den Kletten runterschlupfen, aber es ist da so eine enorme Blitzaktivität. Wenn ich da der Blitz trifft, dann war es das. Die Kurzfrage, sehe ich hier vielleicht leichte Ansätze einer Shelf-Klau? Hier nochmal der Blick von unserem... Mhm. Da gibt's ein Lied, Felix. Egal! Alter Schwede. Nee, ganze Teile fallen irgendwie zusammen auf das Mannheimer Teil geht kaputt. Hm. Das ist schon komisch. Allerdings, das ist bescheuert. Nee, es geht alles in Dauerreden über. Okay, dann wird es Zeit, dann wir mal von hier runterfahren.
schon, der läuft ja immer noch so runter wie vorher. Das ist ja schon ordentlich, muss man sagen. Aber was soll's? Der Schirm ist gerade runtergefallen. Rückwärts reinparken. Gut, dann parken wir kurz hier rückwärts rein. Mal kurz hier auf die aktuelle Situation. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alles kaputt gegangen. Ne? Alles kaputt gegangen. Ja.
Auch hier, gut, das Einzige, was hier jetzt noch angezeigt wird, sind Zellen, die was hier im östlichen Rheinland-Pfalz sind. Ne? Aber mehr haben wir hier ja jetzt auch nicht. Ne? Gucken Sie mal. Und noch da bei Worms ist noch eine Zelle aktiv. Ne? Und mehr haben wir jetzt auch wiederum nicht. Ne? Bisschen bescheuert, aber auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Ne? Aber gut, was soll's. Ich meine, wir erwarten ja von der Saison 2020 auch nicht so viel. Ne? Von dem her war auf jeden Fall interessant. Ja? Oh, interessanter Tacho. 1, 2, 1, 2, 1 und eine 4. Okay. Naja, gut. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, diese erste Gewitterlage im Jahr 2020 gemeinsam zu beobachten. Auch wenn jetzt nicht sehr viele Blitze gewesen sind, beziehungsweise ja, gut, Strukturen waren einigermaßen in Ordnung. Ne? Das ist der Parkschein. Nicht, damit man hier noch einen Strafzettel kriegt, weil die das nicht lesen können. Lol. Egal. Gut, also soweit so gut erstmal. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.